So, Risse, die Märkte feiern weiter. Wie lange wird es denn wohl noch so bleiben? Heute gehen sie erstmal kräftig nach unten. Ich habe ja schon länger eine Korrektur vorausgeahnt. Zu früh, muss man ganz eindeutig sagen. Ich glaube, wir sind mittendrin und die wird jetzt auch ein bisschen länger gehen. Die Höchstkurse von 12,450 oder wo wir waren, die haben wir für ein paar Monate hinter uns. Ist mal meine gewagte Prognose, ist immer schwer, sowas zu sagen. Aber ich glaube, die Korrektur, die jetzt angebrochen ist, die ist ein bisschen nachhaltiger. Sie sind ja selber Fondsmanager und kriegen eventuell mit, wie die Anleger selber denn reagieren. Was tun Sie denn momentan? Na, die Anleger haben ganz klar einen Meinungsumschwung gehabt. Also ich kriege vor allem Prügel, weil ich in meinem Fonds zu früh short gegangen bin und natürlich dann verloren habe, wo andere Leute Geld verdient haben. Und bekommen sie natürlich schon auch von Leuten mitgeteilt, dass das ja alles so klar war, dass die Aktien weiter steigen und wie ich denn nur hätte können. Das Interessante ist, bei 9.500 hat das keiner geschrieben. Sie müssen doch long sein in Aktien, es wird doch steigen. Das heißt, wir sehen wieder, wie der Markt diejenigen, und das sind viele, die Rallye verpasst haben, massiert die Argumente, also die Nachrichten, die den steigenden Kursen nachgeliefert werden, jetzt von den Leuten geglaubt werden, weitergereicht werden und die Leute wieder die Illusion haben, das sei alles so klar gewesen. Selber waren die auch nicht investiert, aber dann muss der Fondsmanager schuld sein. Das verstehe ich auch ein Stück weit und steckt die Prügel auch ein. Wie ist denn das mit dem Thema Absicherung? Ist das mittlerweile auch für Anleger ein Thema? Also nicht nur Sicherheit selber, sondern auch die Absicherung gegen Verluste? Das ist sicherlich immer ein Vehikel, mit dem man arbeiten kann. Die Frage ist, wie mache ich das? Es gibt natürlich diese Stop-Loss-Kurse. Das wird einem mal sehr, sehr leicht und einfach dargeboten. Ja, man soll einfach einen Stop-Loss setzen und dann läuft das schon. Sehr oft sind solche Systeme so, es geht mal runter schärfer, sie werden ausgestoppt. Dann wendet der Markt relativ weit unten runter und nach oben werden sie dann irgendwann wieder eingestoppt. Das heißt, die langfristig verpassen sie relativ viel Rendite. Das ist immer so ein bisschen die Problematik. Dafür sind sie nicht dabei, wenn es denn wie bei Lehman 30-40% nach unten geht. Aber nach oben verpassen sie Rendite und je mehr mit solchen Systemen arbeiten, desto eher ist der Markt geneigt, diese Stop-Losses alle ab und zu abzuarbeiten und dann wieder nach oben zu gehen. Und im Grunde ja, steigen sie dann unten ein und oben unten aus und oben prozyklisch wieder ein. Wie sehen Sie das Thema Gold denn zurzeit? Ich bin auf dieser Messe jedes Jahr, bin in diversen Podiumsdiskussionen. Gold erwähnt keiner mehr. Vor 3-4 Jahren Gold, 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 Gold und jetzt keiner mehr. Deswegen bin ich wieder sehr, sehr stark da engagiert, sehr optimistisch fürs Gold. Ich könnte mir vorstellen, 2015 wird schon das Renaissancejahr fürs Gold. Denn das Argument, das wir für Aktien aufzählen, die Zinsen, die nicht da sind und die Dividendenrendite, die viel höher liegt. Gold hat zwar gar keine Ausschüttung, aber der Nachteil vom Gold ist ja immer gewesen, dass Gold keine Verzinsung hat, damit kein Zinseszinseffekt gegenüber festverzinslichen Wertpapieren. Und jetzt ist es eben so, dass Gold diesen Nachteil nicht mehr hat, weil es auf der Festzinsseite nichts mehr gibt. Vielen Dank, Herr Risse.